Jesus Christus sagt, wer Ohren hört am Heuren, da schau heute. Im vierten Buch Moses, Kapitel 21, höre wie dies Geschichte. Als das Volk umweich, ja, der, dun verjung er deine Geduld. Und fange an, und rede jege Gott und jege Moses. Sei sehre, wo wege hat der Herr Gott und Moses uns Hütte halt vor das Ägyptenland? Schon dat da wege sind, dat wir hier in der Wüste dort blieben, wo kein Brot ist und keine Worte. Wir sind allmöhr vor dem schlechten Essen, was wir hier verdauen. Und dann hat der Herr Gott schlimm Schlange mang der Lee schickt, mang dem Volk, und daher wir sehr viel dort machen. Und dann ist das Volk nach Moses ja und hier wir ihm sagt, wie hier wir sind, wie hier wir gegen dem Herrgott redet und gegen dich. Bitte du dem Herrgott, dat hei der schlimme Schlange mang uns Rute holen deit mang diese Lieder. Und Moses bet a Gott, dat der Lieder und der Herrgott sehr. Mag du ein Schlang verbleck und nörgel dei an der Post. Und jedem einzigen, dem ein Schlang bietet deit, da schad da hinkicke, a dei Schlang, wat du magt hast, den wat hei gesund. Und dann meigt Moses die Schlange und nagelt die an der Post. Und all die, was dann beten wurde, sind von der Schlange, da er wo dahin kecke und sind gesungen wurde. Johannes 1, der Vers 29 sagt, der andere Tag, Johannes sagt, Jesus kam nach ihm. Und dann sagt Johannes da die Lieder, dit ist das Lamm Gottes, was dein Sinn für dies Wild holen deit. Der Herrgott lädt immer nach Zeichen, wo der Lie geplagt worden sind und wo sie mit Hulbe worden sind. In der Zeit der schlimme Schlange, was sehr viel Lie ihm bricht hat, wegen das Volk so unverständlich wäre, dann meint er auch wieder an Schlange, die der Lie kurieren würde. Alle, die da hinkicken würden, die wären kuriert. Johannes und sein Wohl sind ja nicht anders. Er sagt dem Volk, nun ist das Lamm Gottes gekommen, das dein Sinn von der Ehre holt. Damit will Johannes sagen, all deine Lieder, Jesus Christus annehmen, da ja im noch, dein Erbe das nicht leben. Ich will dir eine kleine Geschichte erzählen. Ein Frucht nahm Melanzin in der Mütze besser Luft holen kann. Sei lädt das Glas Melanzin stehen gegen einen Bär und meins weckt das kleine Kind ab, merkt das ab und trinkt das aus. So rasch es geht, hat sie das Kind nem Doktor gebracht. Und der Doktor sagt, das ist sehr gefährlich, das Kind ist schwer kurieren. Und sei freut dem Doktor, was soll ich machen? Der Doktor sagt, bär an dem Herrgott, damit dass er die Hilfe deit. Sei lebt aus dem Krankenhaus Rute, lebt auf Straße und schmiert sich auf Knie und hielt die Hand hoch und bett an Gott. Mit Eis kommt er so wird Woche anfangen, da jagt er vorbei und kommt er wieder zurecht und fragt er, bist du das, was der kranke Kind hat? Und sei sagt, ja, mein Kind ist krank. Und der Mensch sagt er, ja, mal trägt, die Kind ist gesund. Als sie werden am Doktor kommen, dann sagt der Doktor, die Kind ist viel besser. Na stot wie Kinder frug, wäre sie Kind mit nach Haus nehmen und wäre gesund. Wir leben heute auch in einer schweren Zeit. Wir müssen erniedrigen und auf Knie setzen und bären und bären an Jesus Christus, damit dass die Krankheit mangelieren Route geht. Im Johannes 14 sagt Jesus, ich bin Stoff für euch. Alle, die an mir leben, die machen Kräfte teilen, als ich mag tief. Und alles, was ich mir bieten darf, in meinem Namen, das darf ich euch machen. Damit, dass der Sohn Gottes die Herrlichkeit Gottes offenbart. Ich mag jede kleine Teil, was ich bieten darf, in meinem Namen. Aber wem da an denken wird, wie Jesus bieten da und er hilft uns, dann müssen wir auch anders waren, weil jedes Mal, wo Jesus eine Kuriere deed und sagt er ihm, den Sinn sind verjäfft, da nicht mehr sind. Wie man klar Gebet machen. Herr Gott, sollst du, hulpe hast dein Lieb, was Schlang bietet dir, hilf uns auch, das, was wir leben dauern, denn bei dir ist doch alles möglich. Amen.